Es sieht nach einem Generationswechsel aus, nach einer Wachlösung im bayerischen Tischtennissport bei den Erwachsenen. Die jungen Wirken haben sich ins Endspiel gespielt. Er ist ja schon seit 2008, habe ich ihn das erste Mal gesehen. Eines der großen Talente in Bayern. Längst deutscher Jugendnationalspieler, müsste derzeit sogar die Nummer 1 in Deutschland sein, im U18-Bereich, deutscher Jugendmeister im Tischtennis-Doppel. Kilian Ort vom TSV Bad Königshofen. Hinten im Exit sein Papa, bei dem er das Tischtennis gelernt hat, auch ein aktiver, sehr guter Tischtennisspieler. Und ihm gegenüber Florian Schreier, kommt ja aus einer Tischtennis-Dynastie. Der war schon beim Tischtennis-Bundesliga-Spiel, da war er noch nicht mal auf der Welt. Wie das geht? Ganz einfach. Seine Mama, Jürgen Schreier, chinesische Abstammung und hier in Deutschland sesshaft geworden. Hatte ein Bundesligaspiel zu absolvieren im schwangeren Zustand, ist dann an den Tisch, hat einige Ballwechsel gemacht, so wie es den Regeln nach Pflicht ist, und sich dann klar gemeldet, damit die anderen Spielerinnen im Team nicht nach oben rutschen mussten. Und da sie mit Florian Schreiner schwanger war, war das ein sehr frühzeitiges Erlebnis für ihn im embryonalen Zustand. Die Atmosphäre von Tischtennis Bundesliga zu schnuppern. Wir haben hier den bayerischen Meister im Namen von Florian Schreiner und Christina Feierabend. Das war das Endspiel im Damen-Doppel. Die Geschwister Janicek von Hofstetten, Vizemeister. Christina Feierabend und Katharina Schneider holen sich den Titel. Im Einzel reicht es für die Christina. Immer nicht ganz. Da sind einige Spielerinnen vor ihr, die sie nicht merken kann. Dieses Jahr Sabine Winter, das war eigentlich klar, dass da nichts zu holen ist. Aber im Doppel ist sie öfter mal vorne mit dabei. Ja, Florian Schreiner. Letztes Jahr immer mal für ein paar Wochen die Nummer 1 in Deutschland. Deutscher Jugendmeister. Mehrfacher deutscher Jugend- und Schülermeister im Doppel. Wird hier gecoacht vom serbischen Nationalspieler Julian Kukulja. Noch mehr Prominenz hier.